Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bauernverband hat sich von den Ausschreitungen bei einer Protestaktion gegen Bundeswirtschaftsminister Habeck distanziert. Der Vizekanzler war gestern auf der Rückreise vom Urlaub auf der Hallig-Hoge am Fähranleger bedrängt worden. In mehreren Online-Netzwerken gab es zuvor entsprechende Aufrufe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Bauernverband verurteilte den aggressiven Protest, hält aber an den für nächste Woche geplanten Demonstrationen gegen den Abbau von Agrarsubventionen fest. Es sind tumultartige Szenen. Polizisten hindern Demonstranten daran, eine Fähre zu stürmen. Der Kapitän kann gerade noch rechtzeitig ablegen. Am späten Donnerstagnachmittag blockieren rund 300 Personen ein Fähranleger in Schlüssel, Schleswig-Holstein. Darunter auch Landwirte. Ihre Wut richtet sich gegen Vizekanzler Habeck an Bord der Fähre, der gerade aus dem Urlaub kommt. Habeck bietet einigen Landwirten ein Gespräch an, die lehnen aber ab. Habeck dazu heute: Ich bedauere, dass keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte. Was mir Gedanken, ja Sorgen macht, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt. Als Minister habe ich qua Amt Schutz der Polizei. Viele, viele andere müssen Angriffe allein abwehren. Der Deutsche Bauernverband verurteilt die Vorfälle. Das geht gar nicht. Verletzung der Privatsphäre, Gewalt und Nötigung, das sind nicht unsere Methoden des Protestes. Und davon distanzieren wir uns. Für nächste Woche ruft der Bauernverband weiterhin zu Protesten auf. Das Ziel, die Bundesregierung soll auch die Kürzungen bei der Agrardieselsubvention zurücknehmen. Doch es besteht Sorge, dass die Proteste missbraucht werden könnten. Genauso wie es wichtig ist, um die Landwirtschaft zu kämpfen, darf damit die Demokratie und die demokratische Auseinandersetzung nicht auf der Strecke bleiben. Also ein ganz klares Nein zu Rechten und ganz klares Nein zu der gewaltbereiten Gruppierung, die das hier möglicherweise für sich vereinnahmen wollen. Der Bundeslandwirtschaftsminister verteidigt die Linie der Bundesregierung. Es ist ja nicht so, dass der Landwirtschaftsminister über ein Vetorecht verfügt. Das wünscht er sich vielleicht auch manchmal, aber das hat er nun mal nicht. Sondern am Ende ist es immer ein Kompromiss. Dieser Kompromiss ist gemeinsam gefunden worden. Den trage ich jetzt mit. Dabei bleibt es jetzt auch. Das letzte Wort hat aber der Bundestag. Der soll von kommender Woche an über den Haushalt und die Agrarkürzungen beraten. Zu den Vorfällen gestern in Schlüssel ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Flensburg wegen Nötigung und möglichen Landfriedensbruch. In den Hochwassergebieten gehen die Deichschutzmaßnahmen unvermindert weiter, auch wenn der Dauerregen allmählich nachlässt. Erstmals sind jetzt auch Bundeswehrkräfte im Einsatz. Die Soldatinnen und Soldaten sollen zunächst im Grenzgebiet von Thüringen und Sachsen-Anhalt dabei helfen, die Deiche der Helme östlich der Kelbratalsperre zu sichern. Einsätze in anderen Gebieten werden vorbereitet. Zum ersten Mal seit Beginn der Hochwasserkrise helfen nun auch Soldaten, packen seit heute Nachmittag in Sachsen-Anhalt mit an. Die Bundeswehr hat ihren geplanten Einsatz entlang des Flusses Helme vorgezogen und schon heute rund 200 Soldaten nach Sangerhausen verlegt, 3 Tage früher als geplant. Ich denke, die Hilfe war bitter nötig oder ist jetzt bitter nötig. Die Kameraden sind motiviert, das Material ist da und wir werden unser Bestes geben, hier die Lage zu stabilisieren. Heute Morgen Ortstermin in Petershagen an der Weser. Auch hier steht das Wasser bis an den Deich. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident lobt die Arbeit der Einsatzkräfte. Wir haben gelernt, auch aus der schlimmen Katastrophe 2021, zum Beispiel bei ganz einfachen, praktischen Sachen, mehr Sandsäcke überhaupt verfügbar zu haben. Wir konnten jetzt den Freunden in Niedersachsen, die noch ungleich stärker betroffen sind als wir, mit Sandsäcken aushelfen. Auch in Niedersachsen nämlich bleibt die Lage vielerorts angespannt, wie hier im Heidekreis an der Aller. Das Hochwasser ist fast flächendeckend ein Problem, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Wir haben diese vorgesättigten Böden und wir haben auch hoch anstehende Grundwasserstände. Das heißt, wir haben eben auch in kleineren Gewässern Probleme, nicht nur in den großen Gewässern. Und wir haben eben so ein flächiges Thema. Besonders betroffen noch immer die Region um Oldenburg. Weil die Deiche nach 2 Wochen Dauernässe immer weicher werden, droht die Stadt jetzt mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro für das Betreten. Entwarnung dagegen in Goslar, 200 Kilometer südöstlich. Hier ist das Schlimmste überstanden. Die mobilen Deiche werden abgebaut, das Wasser daraus abgelassen. Rechtzeitig vor dem angekündigten Frost.
Dauerregen seit Wochen. In einigen Regionen Deutschlands gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie so viel Niederschlag. Extrembeispiel Harz in Sachsen-Anhalt. In den zurückliegenden 7 Tagen wurde an der Wetterstation in Wernigerode-Schierke eine Niederschlagssumme von 130,7 mm gemessen, gut 3-mal so viel wie im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte. Der regenreiche Winter hat nach Ansicht vieler Wissenschaftler mehrere Gründe, auch den Klimawandel. Regen, Regen und immer wieder Regen. Ursache für diesen nassen Winter ist nach Ansicht vieler Wissenschaftler eine Kombination aus 2 Phänomenen: der aktuellen Wetterlage und dem Klimawandel. Der Jetstream beeinflusst das Wetter. Die Lage des Starkwindbands für uns in Deutschland ungünstig. Seit Dezember treibt ein Tief nach dem anderen vom Nordatlantik in Richtung Europa. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das Außergewöhnliche in diesem Jahr, das ist die unglaublich hohe Temperatur weltweit gesehen. Und zwar das, was wir das ganze Jahr 2023 schon gemessen haben. Rekordtemperaturen in der Luft und auch in den Ozeanen. Der Klimawandel lässt also die Meerestemperatur steigen. Dadurch verdunstet mehr Wasser und die Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern. Bei uns kommen also vollgesogene Regenwolken an, die beständig abregnen. Die Gewässer füllen sich, es kommt zu Hochwasser. Wenn die Erderwärmung nicht begrenzt wird, könnten solche Hochwasser im Winter häufiger auftreten und intensiver ausfallen, sagt Klimaforscherin Insa Meinke. Für die Zukunft müssen wir damit rechnen, dass der Winterniederschlag in Niedersachsen bis zu 40% zunehmen kann. Insofern muss man auch da sehen, da gibt es auch wieder Schwankungen nach oben und nach unten. Aber wenn wir insgesamt ein höheres Niederschlagsniveau haben, dann können sich solche Situationen natürlich häufen. Forscher raten dazu, sich der Hochwassergefahr anzupassen. Zum Beispiel Gebäude hochwassersicher umzubauen und Flächen zu renaturieren. Der israelische Verteidigungsminister Gallant hat seine weiteren Pläne für den Kampf gegen die militant-islamistische Hamas vorgestellt. Demnach soll die Armee im Norden des Gazastreifens mit gezielten Razzien vorgehen und Tunnel zerstören. Im Süden dagegen müssten die massiven Angriffe fortgesetzt werden, bis alle Geiseln frei seien. Wenn der Krieg zu Ende ist, solle der Gazastreifen nicht von Israel verwaltet werden, sondern von einem palästinensischen Gremium. Rauchwolken über Rafah im Süden von Gaza. Bis die Hamas komplett zerschlagen ist und alle Geiseln frei sind, will Israel die Einsätze fortsetzen. Doch was soll nach dem Krieg aus Gaza werden? Das fragen sich auch die vielen Geflüchteten in Rafah. Ich will, dass die palästinensische Autonomiebehörde und arabische Länder Gaza regieren. Die Hamas muss ihre Macht aufgeben, um die Menschen hier zu retten. Nach dem Krieg soll die palästinensische Autonomiebehörde Gaza demokratisch regieren, bis es Wahlen gibt, in denen entschieden wird, wer die Palästinenser führt. Gestern Abend präsentierte der israelische Verteidigungsminister Gallant erstmals seine Pläne für Gaza nach dem Krieg. Das Gebiet solle demnach von Palästinensern regiert werden, keine erneute Besatzung durch Israel, keine Besiedlung. Doch genau das fordern Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner und stoßen damit international auf große Kritik. Bundesaußenministerin Baerbock betont in Berlin: Es darf keine Besetzung des Gazastreifens geben, keine Vertreibung und keine Verkleinerung des Territoriums. Zugleich darf für Israel keine Gefahr aus dem Gazastreifen mehr ausgehen. Außenministerin Baerbock reist am Sonntag nach Israel. Auch ihr US-Amtskollege wird kommende Woche hier erwartet. Die USA hatten immer wieder von Israel einen Plan für Gaza nach dem Krieg gefordert. Doch darüber gehen die Ansichten innerhalb der israelischen Regierung komplett auseinander. Die Deutsche Bahn ist nun doch bereit, über eine Verkürzung der Arbeitszeit im Schichtdienst zu verhandeln. Vor der Streikankündigung der Gewerkschaft GDL hatte sie das abgelehnt. Nun gab der Vorstand bekannt, dass er ein neues Angebot vorgelegt habe. Das will die GDL erst prüfen, bevor sie sich dazu äußert. Ihre Mitglieder hatten sich in einer Urabstimmung für Streiks vom kommenden Montag an ausgesprochen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, und Bildungssenatorin Günther Wünsch haben bestätigt, dass sie ein Paar sind. Nachdem Medien darüber berichtet hatten, ließen die beiden CDU-Mitglieder über ihren Anwalt erklären, sie seien im vorigen Herbst eine Beziehung eingegangen. Das sei rechtlich nicht zu beanstanden.
Aus anderen Parteien kommt aber Kritik. Die Grünen-Fraktionschefin Jarasch sprach von absehbaren Interessenkonflikten im Senat, wo Wegner im Umgang mit seiner Richtlinienkompetenz befangen sein könnte. Durch einen Krankenhausbrand im niedersächsischen Uelzen sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Laut Klinik wurden zudem 21 Menschen verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Brand war im 3. Stock ausgebrochen und hatte sich auf mehrere Patientenzimmer ausgebreitet. Es entstand ein Millionenschaden. Die Klinik verhängte einen Aufnahmestopp und verlegte rund 50 Patienten in andere Krankenhäuser. Der verstorbene CDU-Politiker Schäuble ist in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt worden. Die kirchliche Trauerfeier fand im Kreise von Angehörigen und Wegbegleitern des ehemaligen Finanzministers statt. CDU-Chef Merz sagte, Schäuble habe ihn persönlich geprägt und politisch tiefe Spuren hinterlassen. Ein Weihnachtslied zu seinem Abschied. Wolfgang Schäubles Familie hat es sich so gewünscht. Noch 2 Tage vor seinem Tod soll er O du Fröhliche hier in dieser Kirche gesungen haben. Am 26. Dezember starb der Politiker im Alter von 81 Jahren. In der Stadtkirche Offenburg nehmen sie Abschied. Angehörige und Freunde von Wolfgang Schäuble, aber auch viele politische Weggefährten. Wolfgang Schäuble wird uns fehlen. Aber seine Haltung als Demokrat ist uns weitergegeben und weiter aufgegeben. Wolfgang Schäubles Leben zwischen beschaulichem Schwarzwald und der großen Weltpolitik. Auch CDU-Chef Merz verneigt sich vor seinem Parteikollegen. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben. Über 50 Jahre Deutscher Bundestag. Fast 2 Jahrzehnte Bundesminister. In seinem Wahlkreis in Offenburg wurde Schäuble 14 Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Er gilt als Architekt der deutschen Einheit. Einer, der für das politische Amt lebte. Bis zuletzt. Nun der Abschied. Mit militärischem Geleit und Hunderten am Straßenrand. Schäubles letzte Ruhestätte, der Waldbachfriedhof in Offenburg. Der Unternehmer Günther Vielmann ist tot. Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Lütchensee in Schleswig-Holstein. Sein erstes Geschäft eröffnete Vielmann 1972 im niedersächsischen Cuxhaven. Wenige Jahre später revolutionierte er den Markt der Kassenbrillen und baute sein Unternehmen kontinuierlich aus. 2019 übergab er die Konzernführung an seinen Sohn. Die deutschen Biathleten sind erfolgreich ins Weltcup-Wochenende im thüringischen Oberhof gestartet. Im Sprint über 7,5 Kilometer bei den Frauen belegte Franziska Preuß Platz 2. Bei den Männern feierte Benedikt Doll über 10 Kilometer seinen 2. Saisonsieg. Ein perfekter Start ins neue Biathlonjahr. Benedikt Doll feiert seinen ersten Sieg in Oberhof und gewinnt zum 2. Mal in Folge ein Sprintrennen. Der 33-Jährige ist schnell unterwegs, aber dann verpasst der letzte Schuss die Scheibe. Nach einer Strafrunde muss Doll im Ziel warten, ob es für den Sieg reicht. Ja, das ist einfach das schönste Gefühl. Also es ist wirklich, Lenzer Heide war es ja auch so ein bisschen. Das macht richtig Spaß, das mitzufiebern. Und ich glaube, auch für die Zuschauer ist es wirklich cool. Sturla Homlagreit kommt Doll am nächsten. Im Ziel fehlen dem Norweger dann 1,8 Sekunden. Platz 2 für Lagreit. Dritter wird sein Landsmann Endre Strömsheim. Ohne Schießfehler läuft Johannes Kühn auf Platz 5. Wieder ein starkes Mannschaftsergebnis bei den Männern. Bei den Frauen verpasst Franziska Preuß knapp ihren ersten Saisonsieg. Am Schießstand bleibt sie erneut fehlerfrei und geht in Führung. Am Ende muss sie sich der überragenden Justine Pressas-Boucher beugen. Die Französin gewinnt trotz 2er Fehler knapp vor Franziska Preuß. Janina Hettich-Walz wird 5. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 6. Januar. Kaltluft breitet sich am Wochenende über Deutschland aus und sorgt zusammen mit Tiefdruckeinfluss zunehmend für Schnee. Der fällt heute nach dem äußersten Norden. Weiter südlich ist es noch überwiegend Regen, der mancherorts gefrieren kann. Im Süden Regen, in höheren Lagen Schneefälle, die morgen länger anhalten und zum Teil ergiebig sind. Auch sonst fällt gebietsweise Regen, im Norden sowie im Bergland meist Schnee. Die Hochwasserlage bleibt vor allem in Niedersachsen angespannt.
Heute Nacht 5 bis 0 Grad, im Norden leichter Frost. Dort morgen Werte um oder knapp unter dem Gefrierpunkt, sonst 3 bis 7 Grad. Am Sonntag im Süden noch Schnee oder Schneeregen, sonst schneit es nur stellenweise. Im Norden kommt auch mal die Sonne hervor, die in der neuen Woche deutlich bessere Chancen hat. Ein eisiger Nordostwind sorgt allerdings meist für Minusgrade. In den Tagesthemen um 21.45 Uhr schauen wir auf die versuchte Erstürmung der Fähre mit Minister Habeck und fragen, droht die Verrohung der Gesellschaft? Und schöne Kassenbrillen und Millionen Bäume. Ein Nachruf auf den Unternehmer Günther Vielmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.